Hallo hier bei Justins Wetter zu diesem Wetter-Update. In diesem Video schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer auf alles drauf. Und danke Wetterkosmos an dieses Video. Und jetzt schauen wir mal nur auf den Dienstag, was denn da möglich ist. Da wird doch nach manchen Modellen aktuell eine Schwergewitterlage berechnet. Das könnte dann doch ziemlich heftig werden. Das könnte die heftigste Unwetterlage in diesem Jahr bis jetzt werden. Legen wir direkt los. Und das ist das EIC-Modell für den 21.05. Und da sehen wir hier teilweise kräftige Regenfälle und Gewitter. Und vor allem kräftige Regenfälle im Bereich des Tiefs hier würden dann auch wieder für Überschwemmungen sorgen. Und zusätzlich hätten wir dann noch hier diese wirklich sehr, sehr schweren Gewitter, die sich bilden können. Das Ganze würde dann wohl nach Nord, Nordwest und teilweise auch Nordost ziehen. Das EZMWF-Modell sieht auch hier die kräftigen Regenfälle, hier aber eher über den Benelux-Ländern. Und wenn man dann mal schaut, sehen wir doch relativ gut, hier in diesem Bereich hätten wir es dann noch mit diesen schweren Gewittern teilweise zu tun. Da können dann auch schwere Unwetter mit dabei sein. Das könnte wirklich die erste Schwergewitterlage in diesem Jahr werden, was Gewitter angeht. Hochwasser hatten wir gestern schon und vorgestern, aber was Gewitter angeht, meine ich. Schauen wir noch auf das GFS-Modell und auch dieses Modell berechnet hier in diesem Bereich die schwersten Gewitter aktuell von NRW über Hessen bis nach Brandenburg, bis nach Bayern und Baden-Württemberg gäbe es dann diese heftigen Gewitter. Und auch dieses Modell berechnet diese Starkregenfälle mit diesem Tief hier eher über den Benelux-Ländern. Also das berechnen aktuell die meisten Modelle, dass dieses Starkregengebiet eher über den Benelux-Ländern liegt und die Gewitter oder Unwetter es in Deutschland geben würde. Die Cape-Werte dazu nach dem GFS-Modell sehen auch relativ hoch aus. Vor allem in diesem eingezeichneten Bereich jetzt gäbe es dann doch die höchsten Cape-Werte mit teilweise bis zu 2000 Kilojoule, die hier berechnet werden. Vor allem in einer Linie vom Westen bis in den Südosten hätten wir dann die höchsten Cape-Werte zwischen 500 und 2000 Kilojoule. Vielleicht örtlich auch mal 2500 Kilojoule. Das EIC-Modell berechnet auch Cape-Werte hier im Westen, die sind aber nicht so hoch wie nach dem GFS-Modell. Hier nur 200 bis maximal 1000 Kilojoule werden hier berechnet und hier werden auch nicht die großen Unwetter nach dem EIC-Modell berechnet. Aber wie gesagt, das EZMWF, das GFS-Modell und das, die beiden Modelle berechnen aktuell diese schwere Unwetterlage doch am Dienstag. Und das kann doch wirklich sein, dass uns dann diese erste Schwergewitterlage erwarten wird. Die Temperaturen dazu sehen wie folgt aus. Und da sehen wir dann hier eine sehr, sehr warme Luft, die dann aus Osten und Nordost nach Deutschland reinkommen würde. Über Polen teilweise bis zu 33 Grad warm oder heiß. Bei uns in Deutschland in der Nordhälfte zwischen 24 und 30 Grad. Vielleicht würden wir dann hier und da auch mal die 30 Grad Marke überschreiten. Das schauen wir uns aber alles in der näheren Zukunft jetzt noch an. Vielleicht dann morgen früh im Update. Schauen wir dann jetzt mal auf den Dienstag und das EZMWF-Modell berechnet so eine richtige Squall-Line an Gewittern. Hier im Nordosten werden wir dann hier über Benelux weiterhin kräftige Regenfälle hätten und diese Regenfälle könnten sich dann auch noch wieder auf Deutschland, also den Nordwesten, konzentrieren und dieses Tief befeuert auch diese Gewitter hier Richtung Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Das GFS-Modell berechnet auch teilweise schwere Gewitter hier im Nordosten. Auch hier könnte sich nach dem GFS-Modell eine richtige Squall-Line an Gewittern bilden, während dann vom Südwesten weitere Niederschläge aufkommen würden in Form von leichten Regenfällen oder teilweise auch mal das ein oder andere kräftigere Gewitter oder der ein oder andere kräftigere Schauer. Ist hier nicht auszuschließen und wie gesagt, diese Squall-Line würde sich dann aus Deutschland langsam rausverlagern. Blicken wir weiter, schauen wir noch auf das EIC-Modell. Auch dieses Modell berechnet hier im Nordosten eine richtige Squall-Line an Gewittern und Unwettern, die sich bilden soll. Und auch hier nach dem EIC-Modell dieses Tief, was dann für sehr, sehr nasse Luft wieder auch im Westen sorgen könnte. Man sieht hier dann doch auch relativ gut diese teils kräftigen Niederschläge, die dann über dem Ärmelkanal liegen sollen oder teilweise auch bis nach Belgien und den Niederlanden rein.
Die Niederschlagsmengen, die dann gemessen werden würden, bis zum 23.05. sehen wie folgt aus. Und da sehen wir dann doch hier vor allem im Westen relativ hohe Niederschlagsmengen von meistens zwischen 20 und 60 Litern pro Quadratmeter, die hier berechnet werden. Und dann hätten wir hier im Nordosten eine Zone, wo kaum Niederschlag runterkommen würde oder fast gar nichts. Und hier Richtung Nordosten durch diese schweren Gewitter auch mal möglicherweise bis zu 40 Liter pro Quadratmeter möglich. Aber das meiste würde eher außerhalb von Deutschland wohl fallen, mit Niederschlagsmengen zwischen 20 und 60 Litern pro Quadratmeter, die hier aktuell berechnet werden. Und wie gesagt, hätten wir auch eine Niederschlagszone, wo mal weniger Niederschlag runterkommen würde. Einmal etwa von Tschechien über das westliche Erzgebirge, über Hannover vielleicht bis nach Bremen, gäbe es mal weniger Niederschläge. Das war's schon mit diesem Update. Lasst gerne alle ein Like und ein Abo da. Und nochmal danke an Wetterkosmos für dieses interessante Video am Anfang. Dieses Video gibt's übrigens jetzt auch als Short, habe ich veröffentlicht. Und lasst gerne, wie gesagt, ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann im nächsten Update morgen früh wahrscheinlich wieder. Außer es gibt noch interessante Wetterentwicklungen. Und dann schauen wir nochmal vielleicht, wenn es noch interessante Wetterentwicklungen gibt, später auf die Karten. Wir sehen uns dann im nächsten Update. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.